Jo, hallo, herzlich willkommen zurück, ihr geschmeidigen Piraten der Leidenschaft. Jetzt wird es weitergehen im Samurai-Kloster. Auf der Suche nach Sam. Der Digga ist weg, ich denke mal, dass er wiederkommt. Der kann sich natürlich gerettet haben, schätze ich mal. Oder der wird sich gerettet haben. Oder konnte sich retten. Ja, also macht euch den Satz, wie ihr ihn für richtig haltet. Und der Rest ist mir egal. Nee. Also doch, ist mir egal. Ich muss das Teil erstmal anscheinend aufkriegen. Los wie? Aha. Was ist denn da? Gut, dann geht es anscheinend hier weiter. Oder wir springen erstmal dort vorbei. Das geht natürlich auch. Hallo? Hey, ich wollte gerade sagen, das ist nicht so show, das Teil, oder? Wollen wir mal hier oben gucken, was los ist? Da gibt es auch eine Leiche mit dem Weg. Achso, eine Truhe. Ich hoffe nicht, dass das einzige war, was wir jetzt hier drin hier lang zu gehen. Bergungsgut. Okay. Gut, der hat gesessen, aber so kriegt man es nicht hin. Hier ist ja noch irgendwas. Ey. Da kriegen wir so das Ding. Aha, siehst du? Okay, der bleibt auch auf. Wenn hier gar nicht oben lang tun muss, dann wird das so weit. Ja, ein zu schweres Rätsel ist das jetzt nicht. So, da haben wir wieder unsere Markierung für die Pfeile, die Seile. Jetzt ziehen wir einmal ran. Und benutzen den Pfeil. Okay, so kommen wir da jetzt aber ran. Ich muss irgendwie darauf kommen. Hey, locker flockig durch, das war gut. Den Sprung muss man erstmal so hinbekommen. So, wir müssen irgendwie da raufkommen, ja, das ist klar. Da unten ist ein bisschen gefährlich. Kann ich das wieder zumachen? Das ist schon mal gut. Ah, jetzt lasse ich den anderen runter. Dann steht er auf dem. Stopp. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Gut, haben wir das Teil immerhin. Jetzt können wir das, diesen Käfig noch wieder runterlassen und ihn dann auf diesem Gitter abstellen. Machen wir noch drüber. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, und nun? Kann ich da rüberspringen? Schafft ihr das? Okay, da haben wir. Was war das jetzt? Du bist aufgegangen? Kann ich nicht so? Hab ich gesprochen? Und nicht gehört? Na, welcher Film? Ich hatte irgendwie ein Problem, ich wusste nicht, wie ich da hochkommen sollte. Kann ich da noch weiter lang klettern? Also auf jeden Fall war das ja nun mal nicht umsonst, dass man den hier runterlässt. So. Warte. Was ist, wenn ich den jetzt nochmal ziehe? Dann schwingt der. Jetzt ist ein Pendel weg. Ich muss auf das Pferd raufjumpen. Und während ich hier ankomme,
hört aber schon wieder auf mit seinem Pendeln. Das kann's nicht sein. Das war falsch. Scheiße. Hey, ich stehe auf dem Schlauch. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt ist es wieder offen. Vielleicht sollte ich den nur zumachen. Einfach mal so. Und jetzt den oben lassen. Also den unteren nur zumachen, um nicht wieder in den Tod zu stürzen. Jetzt ranziehen. Entschuldigung, das geht ja gar nichts. Ah, warte, wir können noch eine Etage höher. Wir können ja noch höher. Guck mal. Ich dachte, wir könnten dann von hier darauf springen und durch den und dann weiter jumpen. So ist es allerdings anscheinend nicht gedacht. Also das kann ja auch jetzt eine lange Folge werden. Hep. Oh, hoch mit dir. Das ist doch ja, zack, zack, zack. Ist hier sonst noch irgendwas? Doch scheiße ist das doch. Jetzt da, kann ich da oben dran springen? Vielleicht muss ich den da doch. Ja, ich finde. Aha, pass auf. Jetzt ziehe ich ihn. Oder hatte ich das nicht schon gemacht? Ich weiß nicht, was mehr ist. Von da aus kommen wir auch nicht hoch. Nee. So, ihr seht ja aber, wenn das so oben ist, dann also er kommt, sagen wir mal so, wenn er Richtung Tor hier schwingt, wo ich hin muss, dann ist die Höhe allerdings so gut. Was ist, wenn ich jetzt hier wieder so mache? Dann geht das ja auch. Dann ist die Höhe ja so gut, wenn ich oben drauf stehen würde, könnte ich ja runterspringen. Komm ich jetzt wieder hoch, war ich jetzt doof oder was da war das genau? Also irgendwie stehe ich, glaube ich, gerade derbe auf dem Stau. Ist wahrscheinlich so einfach. Ich sehe das aber nicht. So. Man denn von hier aus? Was ist das? Ach ja, so landen wir auch drauf. Okay. Ach so, toll. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben.
Ja, die Typen sind auch wirklich krass. Kann ich bestätigen. Hier unser Lager, toll. Weit haben wir es nicht geschafft. Und ganz ehrlich, ich... Das kann doch jetzt nicht zu schwer sein. So. Die Höhe ist gut, wenn der schwingt, wie gesagt, also... Oder warte mal. Schaffe ich. Nein! Irgendwie war das aber schon besser. Das war besser. Ups. Was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt nicht mehr. Arschloch. Das ist ja geil, so noch. Sie reagiert aber auch erst gar nicht. Sie bleibt erstmal voll stehen. Passt mal auf. Ich sag jetzt mal, wann sie endlich losläuft. So, hör auf, sie zieht. Bum, 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 bum. Jetzt läuft. Ich drück jetzt da vorne. Jetzt macht sie erst was. Okay. Den Sprung schaffe ich. Irgendwie mache ich hier noch einen Fehler. Den Sprung schafft sie, sagt sie. Also so ist es auf jeden Fall schon mal richtig. Nur hapert es gerade an meiner Umsetzung irgendwie. Okay. Warum ist die Alte so scheiße langsam? Was ist denn das für eine Umsetzung hier gerade? Das geht mir total auf die Binse. Die Binse. Sack geht's mir. Meine Scheiße. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, den Sprung schaffst du eben nicht, du dumme Nuss. Selten blödes Weibstück. Vielleicht von der Seite. Keine Ahnung, ich muss es probieren. So, wie lang sind wir? Ah! Komm, hoch mit dir! Scheiße, das war aber schon besser. Wenn das alles nicht so träge wäre, sonst ist die Alte... Guck mal, wie sie hochhüpft und alles. In diesen entscheidenden Momenten... Da fängt total die Trägheit an im Spiel. Jetzt komm ich. Jetzt hängt sie. Okay, den Sprung schaffe ich. Oh, ist das zum Kotzen! Dumme Nuss. Meine Fresse, Mann. Ist die Position scheiße? Ist die Idee vielleicht gut, richtig? Aber alles andere von mir schlecht umgesetzt. Guck mal, es fehlt ein Stück. Ein Stück fehlt, aber ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Vielleicht doch von der Position, aber von oben schießen, dann irgendwie raufspringen oder was weiß ich, ey. Nicht doof. Jetzt kriege ich total so. Jetzt bin ich schon plötzlich vor. Ich kann gar nicht machen. Den Sprung schaffe ich. Mann, wie blöd kann man sein, ey. Muss ich mal richtig gleich nachdenken, ne? Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen.
Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Okay. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja, müssen wir. Allerdings leider erst in der nächsten Folge. Diese Folge war ein bisschen von Dummheit meinerseits geprägt. Ich bin nicht... Wie gesagt, es war einfach, ja. Ich habe nur falsch gedacht, zu kompliziert und dann die richtige Idee gehabt, falsche Ansätze. Hab da gesehen, zum Schluss hat es dann doch endlich geklappt. Aber gut, wie es mit Kimiko weitergeht und Sam als Gefäß, werden wir in der nächsten Folge hoffentlich schon sehen. Oder beziehungsweise in den nächsten Folgen, wird er wahrscheinlich nicht gleich in der nächsten Folge sein. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat, würde mich wahnsinnig freuen. Abo könnt ihr auch gerne da lassen, schaut meine Videos, klickt mich regelmäßig bitte an, guckt meine Videos auch durch, das wäre sehr schön. Würde mich durchaus freuen, auch mal einen Kommentar zu lesen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein, haltet die Ohren steif, alles Gute bis dahin, haut rein.